Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben uns zurückbegeben in der Zeit in die Mitte des 19. Jahrhunderts, kurz vor der ersten Weltausstellung in London. Und zwar mit dem Spiel Crystal Palace. Und wir starten wie immer mit den Rahmendaten. Crystal Palace ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler ab 14 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 60 bis 150 Minuten angegeben. Ist bei Feuerlandspieler erschienen. Der Autor ist Carsten Lauber und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 45 Euro. Und wir haben das Spielmaterial hier schon mal ausgebreitet. Es ist sehr viel Spielmaterial mit dabei. Wir haben nämlich hier ganz viele verschiedene Spielertableaus und zwar 9 in Summe. Und je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, müsst ihr euch dann erstmal die richtige Seite heraussuchen. Wir haben jetzt die Seite für 2 Spieler hier offen liegen, beziehungsweise teilweise für 3, weil für 2 Spieler und für 3 Spieler teilweise die gleiche Seite genommen wird. Die Tableaus sind alle beidseitig bedruckt und hier ist zum Beispiel dann auf der Rückseite für 4 und 5 Spieler dann das Tableau sichtbar. Fangen wir da oben mit dem ersten Ort an, das ist das sogenannte Patent Office. Da haben wir auch schon die Patente, das sind verschiedene Karten, die werden einfach zu Spielbeginn gemischt. Und dann werden schon mal 3 offen ausgelegt auf die 3 verfügbaren Plätze dort beim Patent Office. Und die restlichen Karten werden als offener Stapel dann einfach zum Patent Office gelegt. Dann haben wir jetzt nächstes das British Museum. Da haben wir schon mal die Forschungsplättchen mit der grünen Rückseite liegen. Da kommen jetzt schon mal 2 offene hin, 2 Forschungsplättchen. Dann haben wir hier die Bank of England. Bei der Bank of England habt ihr Aktien. Und anders als im normalen Leben bringen diese Aktien euch in diesem Spiel immer Vorteile. Wenn man sie denn hat. Wenn man sie dann bekommt, genau, richtig. Und die sortiert ihr einfach nach der Rückseite. Es gibt einmal 49 Frühling, 49 Herbst, 50 Frühling, 50 Herbst und 51 Frühling. Wir spielen nämlich über insgesamt 5 Runden und wir fangen an im Jahr 49. Und da spielen wir zuerst den Frühling, dann den Herbst, dann kommt 1850, nicht 19, sondern 1850. Da spielen wir auch erst den Frühling, dann den Herbst und dann 51, da spielen wir nur noch den Frühling. Genau, weil da dann die Weltausstellung gestartet ist. Genau, und jetzt wird hier einfach von diesen Plättchen, die werden einfach gemischt und davon werden jetzt 2 offen hingelegt. Und das verbleibende Plättchen aus 1849 für den Frühling, das können wir dann schon mal aus dem Spiel legen. Dann haben wir da als nächstes Westminster. Da haben wir schon mal 2 Spielsteine draufgestellt und zwar auf das erste Feld. Ich meine, da ist so ein kleiner Stern drauf auf diesem Feld. Ja, man das ist immer das Startfeld in Anführungszeichen. Das sieht man nachher auch auf dem großen Verwaltungstableau. Genau, dann haben wir hier den Black Market. Auch natürlich für die 2 Spieleranzahl, wie gesagt, wie bei allen Spielertableaus. Und hier werden schon mal Zahnräder draufgelegt, entsprechend der Spieleranzahl, die da draufgelegt werden sollen. Und jetzt bei 2 bzw. 3 Spielern kommen hier 2 Zahnräder dann drauf. Dann haben wir hier den Reformclub. Auch da haben wir wieder Karten und das sind jetzt die sogenannten Personenkarten. Auch die werden einfach zu Spielbeginn gemischt und dann werden hier schon mal 3 offen hingelegt. Und die restlichen werden als offener Nachziehstapel hier neben dem Reformclub bereitgelegt. Auch hier gibt es schon Forschungsplättchen und zwar haben wir hier einmal welche mit einer lilanen Rückseite. Die haben aber so ein kleines rotes Kästchen. Die gehören nämlich zu den Personenkarten. Die können über Personenkarten ins Spiel kommen. Da hinten beim Patent Office, da haben wir auch lila Forschungsplättchen. Die haben aber so ein blaues Quadrat in der Ecke und die können halt über die Patente dann ins Spiel kommen. Das sieht man hier zum Beispiel. Also hier, das ist jetzt hier, oh, ich sehe das auf jeden Fall nicht, alte Augen, das ist die 23. Und das ist hier unten so ein Symbol dafür. Das heißt, hier in diesen lila Farben muss irgendwo eine 23 pauschal sein, wenn wir alles richtig gemacht haben. Hey, wir haben es richtig gemacht. Und das entspricht dann diesem Kärtchen. Genau, richtig. Was das auf sich hat, da kommen wir nachher nochmal zu. Dann kommen wir zu der 6, das ist die London Times. Die London Times, da haben wir einmal den Rundenzähler, das ist so ein Hütchen, sage ich jetzt mal so, dass wir über 5 Runden spielen. Und ein unten, Zylinder. Oder ein Zylinder, ja, Entschuldigung. Und dann gibt es hier die sogenannten Verlegerplättchen, die sind auch beidseitig bedruckt. Und da zieht ihr einfach eins und legt das mit einer zufälligen Seite schon mal auf die London Times unten. Dann haben wir noch als 7. Ort hier, beziehungsweise als 8. Ort, aber als 7. Ort, ich sage mal, eine Aktionsreihenfolge. Der Black Market ist nämlich nicht so eine Aktionsreihenfolge eingebaut. Den Port of London, da kommen hier schon mal nochmal 3 rote Tickets drauf auf das entsprechende Feld. Und als letztes haben wir noch Waterloo Station, da wird erstmal nichts weiter draufgelegt. Dann haben wir hier noch in unserem Spielvorrat Kredite, die können wir nachher im Spielverlauf aufnehmen. Kredite sind natürlich immer nicht so toll, die werden mit der Rückseite hingelegt, weil es gibt noch eine Vorderseite und ich meine von 8 bis 10 sind ja, die, glaube genau. Ich, ne, von der Wertigkeit nachher. Also wenn man einen Kredit aufnimmt, bekommt man immer 10 Pfund. Dann nimmt man ein beliebiges Kreditplättchen, was hier liegt, muss es dann aber umdrehen und dann sieht man erst, wie viele Minuspunkte dieses Plättchen am Spielende bringen würde, sofern man den Kredit am Spielende nicht zurückgezahlt hat.
Dann haben wir da hinten noch im allgemeinen Vorrat. Geld, weil wo es Kredite gibt, gibt es auch Geld. Das sind hier diverse Pfunds, die man halt eben in einer 1er, 5er oder 10er Stückelung hat. Dann gibt es quasi als Rohstoffe die sogenannten Zahnräder und es gibt die Energie. Genau, und dann haben wir da hinten noch eine sogenannte Taschenuhr, die kann man im Spielverlauf auch bekommen. Was es damit auf sich hat, da gibt es eine Vorder- und Rückseite. Wenn man die bekommt, muss man sich für eine Seite entscheiden. Und die behält man auch so lange, die kann man auch nur durch eine Karte bekommen oder durch eine Karte wieder verlieren. Weil wenn sie ein Spieler durch eine Karte bekommt, behält man sie so lange, bis sie ein anderer Spieler durch eine andere Karte wieder abnimmt. Genau, dann gibt es in jeder Spielerfarbe noch zwei Würfel, die erstmal hier in den allgemeinen Vorrat bleiben, weil wir starten alle in unserer eigenen Auslage mit 4 Würfeln. Genau, dann fangen wir nochmal mit dem, oder gucken wir nochmal weiter mit dem sogenannten Verwaltungstableau. Da haben wir hier umlaufend einmal die Siegpunktleiste, denn wie in so vielen Spielen geht es auch hier um die meisten Siegpunkte zu sammeln. Hier gibt es einmal, ich sag mal, goldene Orden. Das sind Siegpunkte, die wir im Spielverlauf sammeln können. Und es gibt aber auch silberne Orden, die sind jetzt zum Beispiel auf dem Spielertableau drauf. Das sind Punkte, die gibt es immer erst am Spielende, diese silbernen Orden. Die sind hier auch nochmal drauf, weil nämlich hier, genau, je nachdem, wie hoch man nachher auf dieser sogenannten Bassleiste drauf ist, man auch noch Siegpunkte bekommt. Hier stellen wir schon mal 2 unserer Spielsteine auf das Wert, auf den 5 der Punkteleiste. Das heißt, wir haben schon mal 5 Punkte zu Spielbeginn, weil wir nachher durch Karten, die wir uns holen, auch Siegpunkte verlieren können. Dann gibt es hier auf dem Verwaltungstableau noch die Einkommensleiste. Wir starten alle mit 4 Einkommen. Das hört sich jetzt vielleicht so ganz in Ordnung an, aber am Ende jeder Runde müssen wir auch immer 3 Einkommen schon runtergehen. Das heißt, wir haben sogenannte Sonderausgaben. Und ich kann schon mal sagen, in diesem Spiel ist Geld ganz schön knapp. Ja. Dann haben wir hier noch die sogenannte Bassleiste. Da können wir nachher auf unser, ich sag mal, Werbetrommel sozusagen rühren. Wir haben hier jeder 2 Basssteine. Wir haben hier wieder Spielerfiguren. Die stellen wir hier auf das erste Feld. Das ist hier so ein Sprachrohr oder Megafon. Megafon, genau. Da stellen wir schon mal jeder einen Spielstein von uns drauf. Und also dann, Megafon, ich gab es damals noch nicht. Also Sprachrohr ist richtig, Entschuldigung. Sprachrohr ist besser? Okay. Ja, ist nicht elektronisch, so wie es aussieht. Was auch immer. Auf dieser Bassleiste gibt es dann zum einen Plakate. Auf diesen Plakaten könnten wir unsere Basssteine absetzen, aber wir können die nur absetzen. Zum einen müssen wir dann natürlich entweder auf das Plakat kommen oder drüber hinwegziehen. In dem Moment, wo das passiert, müssen wir uns sofort entscheiden, ob wir einen unserer Basssteine dort ablegen. Liegt er da, bleibt er auch bis zum Spielende da liegen und kann nicht mehr woanders hingelegt werden. Und wir haben auch nur 2 Basssteine. Insofern muss es wohl überlegt sein, auf welches dieser Plakate wir unsere Basssteine einsetzen wollen. Dann gibt es hier noch, ich glaube, die heißen Werbemarker, das kann ich mir nicht so richtig merken. Man sieht hier schon, es gibt hier unterschiedlich farbige Felder. Und von diesen Werbemarkern, die mischt man einfach und dann kommt auf jedes Feld, das ist jetzt hier lila, da kommt einfach einer drauf. Die anderen brauchen wir dann im Spielverlauf nicht mehr. Die mische ich auch nochmal. Dann haben wir hier noch 2 grüne, die legen wir da schon mal drauf. Das sind sogenannte Sofortboni. Immer wenn man, ich sag mal, auf so ein Feld draufkommt oder dran vorbeizieht, bekommt man diesen Boni. Und der bleibt auch liegen, das heißt, es geht nicht darum, als Erster da zu sein, sondern derjenige, der da vorbeizieht oder draufzieht, das heißt, jeder hat die Möglichkeit, diese Boni im Spiel zu bekommen. Genau, wie das hier auf der Einkommensleiste funktioniert, das erzählen wir euch nachher nochmal im Spielverlauf. Dann kommen wir nochmal zu den eigentlichen Spielertableaus und was jeder Spieler so bekommt. Es gibt insgesamt 5 Spielertableaus, die sind auch alle beidseitig bedruckt. Und man sieht hier oben schon, es gibt immer eine Nation und dann ist hier in der einen Ecke immer noch mal so abgebildet, das ist irgendwie ein besonderes Gebäude, eine Sehenswürdigkeit, die diese Nation dann letztendlich hat. Dann schauen wir uns hier bei mir nochmal in der Nahaufnahme so ein Spielertableau an. Wir haben hier so eine Auftragsleiste, die ist auch bei jedem Spielertableau, ich nehme nochmal ein anderes, was ich hier hatte, ist die auch immer unterschiedlich. Das heißt, man hat immer unterschiedliche Aufträge. Und da stellen wir jetzt schon mal, wir haben insgesamt 6 Assistenten. Und einen von diesen 6 Assistenten stellen wir ja schon mal auf das Startfeld dieser Auftragsleiste. Dann haben wir hier drüben noch, da können wir nachher Zeitungen im Spielverlauf sammeln. Zeitung ist auch eine Währung. Man sieht hier schon, man kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt zum Beispiel 4 Zeitungen in einen zusätzlichen Würfel umtauschen. Wir haben ja zu Spielbeginn nur 4 Würfel. Und Christian hatte ja schon gesagt, es liegen noch 2 weitere Würfel für jeden Spieler im allgemeinen Vorrat. Das heißt, die könnten wir zum einen uns über das hier besorgen. Können auch 3 Zeitungen ausgeben, um hier auf dieser Einkommensleiste einen Schritt weiter vorzukommen. 2 Zeitungen könnten wir ausgeben für ein Zahnrad, 1 Zeitung für ein Geld oder ein Pfund. Und wir können aber nachher auch noch Geld eintauschen. Hier zum Beispiel können wir 4 Pfund ausgeben für eine Energie, 5 Pfund für ein Zahnrad oder wir können eine Energie oder ein Zahnrad für ein Geld eintauschen. Das können wir jederzeit machen. Natürlich nur, sofern wir auch das entsprechende Material haben.
Und hier setzen wir uns auch ein unserer Spielsteine auf das Feld 0 der Zeitungsleiste. Dann haben wir hier in der Mitte noch die sogenannten Forschungsfelder. Auch sehr gemein, kennt man aber auch schon aus anderen Spielen. Kann man sich vielleicht schon denken, wenn man die nachher am Spielende nicht belegt hat, ist jedes offene, freie Feld am Spielende minus 2 Punkte. Hier sieht man auch wieder, das sind silberne Orden, das heißt, die werden am Spielende erst vergeben. Das heißt, wenn ich Kredite zum Beispiel bekomme, muss ich die hier ablegen. Die gehen auch nicht wieder weg. Das heißt, wenn ich im Spielverlauf, ich sag mal, ich komme da, komm ich da ran, ja, diese Forschungsplättchen dann bekomme, lege ich die hier hin, bekomme dann, jetzt in dem Fall ist es ein Soforteffekt. Das heißt, hier würde ich jetzt sofort auf der Einkommensleiste ein hochkommen und ich würde hier dieses Sprachrohr ist immer für Bass. Das heißt, ich würde hier auf der Bassleiste entsprechend dann 3 Schritte sofort vorkommen. Wenn hier irgendwann mal alles voll ist, dann kann ich von diesen Forschungsplättchen auch keine mehr bekommen. Würde ich jetzt aber Kredite bekommen und hier wäre alles voll, dann müsste ich Forschungsplättchen weglegen. Kredite darf ich niemals weglegen. Wenn ich einen Kredit zurückzahle, ich hatte ja schon gesagt, wenn ich einen Kredit aufnehme, nehme ich mir von diesem Stapel hier, ich nehme einfach mal einen hierher, nehme ich mir ein Plättchen, ich sehe immer nur die Rückseite, drehe es um und platziere es auf ein freies Feld. Wie gesagt, wenn hier keins frei wäre, müsste ich ein Forschungsplättchen entfernen. Kredite werden niemals entfernt. Würde ich mehr Kredite haben, hier wäre schon alles voll, müsste ich sogar die neben meinem Spielertableau weiter platzieren. Dann würde ich 10 Geld dafür bekommen und man kann jederzeit im Spielverlauf auf Kredite zurückzahlen. Es ist natürlich aber am besten, wenn man es erst am Spielende macht, weil sonst kommt man nachher, ja ich sag mal, in die Bedrulle, dass man vielleicht einen neuen Kredit aufnehmen muss, weil man gerade einen zurückgezahlt hat. Es kostet auch immer 10 Pfund, wenn ich einen Kredit zurückzahlen möchte. Hier sieht man ja, das ist das Höchste, was man ziehen kann, minus 10 Punkte. Wenn ich den zurückzahle, drehe ich den um. Das heißt, jeder zurückgezahlte Kredit ist immer minus 5 Punkte Abzug nachher am Spielende. Ich hätte schon bald Wert gesagt, aber bedeutet das eher. Das heißt, man hat immer durch einen Kredit ja schon 3 Minuspunkte mehr, wenn man ihn dann zurückgezahlt hat. Wenn man ihn nicht zurückgezahlt hat, hat man sogar noch mehr Minuspunkte am Spielende. Ja, soweit zu den Forschungsplättchen. Also hier ist es schon sinnvoll, die natürlich zu bedecken dann. Dann hatte ich ja hier schon gesagt, hier hat man den eigenen Auftrag. Der variiert, je nachdem, welche Nation, welches Spielertableau man hat. Ich habe jetzt hier den Auftrag, ich bin da drüben genau bei Westminster, wo Christian jetzt gerade zeigt, da gibt es so verschiedene Stufen, da sind auch die römischen Zahlen angedruckt und je nachdem auf welcher Stufe, magst du mir das einmal rübergehen, dann halte ich das einmal ganz kurz hier mit in die Kamera. Bei Westminster, auf welcher Stufe ich bin, 1, 2, 3, 4, 5, bekomme ich hier entsprechend dann Punkte und auch erst dann darf ich hier hochziehen. Das heißt, erst wenn ich mit meinem Spielstein hier auf diesem stehe, darf ich letztendlich mit meinem Assistenten noch auf die erste Stufe stehen. Auf die erste Stufe gehen. Wenn ich hier hinten schon stehe mit meinem Spielstein, sagen wir es mal, ich würde da schon stehen, dann könnte ich in meinem nächsten Assistentenzug dahin stehen und in meinem allernächsten dann dahin. Das heißt, man darf hier auch keine Stufe überspringen und am Spielende würde ich dann einmalig 7 Punkte bekommen. Das heißt, man bekommt nicht alle Punkte, sondern nur die Punkte entsprechend der Stufe, wo man dann steht. So gibt es da verschiedene Voraussetzungen. Christian hat, du musst Personen haben, ne? Je nachdem. Genau, Anzahl der Personen, dieser braune Strich da oben, das sind halt eben immer Personen. Das sieht man hier so im Hintergrund, das ist alles so ein bisschen rotbraun, sag ich mal. Und ich muss eben mindestens eine Person haben, um dann hier hochrutschen zu dürfen. Dann 2, dann 3 Personen. Genau, ich gebe dir das mal eben wieder. Und was man hier auch noch sieht, was ich auch super finde, wir haben nachher verschiedene Phasen. Also jede Runde besteht aus insgesamt 7 Phasen und die sind hier auch nochmal wunderbar auf diesem eigenen Spielertableau jeweils drauf, sodass man da wirklich auch wunderbar reinkommt und man sich da auch entlang hangeln kann. Genau, was wir dann eben noch haben, sind 40 Pfund, mit denen starten wir das Spiel. Jeder kriegt eine Energie, ein Zahnrad. Dann gibt es hier noch so ein kleines, ich halte das mal da in die Kamera, so ein kleines 50er- bzw. 100er Plättchen. Das heißt, wenn man da bei der umlaufenden Siegpunktleiste über die 50 rüberkommt, dann, das wäre jetzt 51, legt man eben das Plättchen so dahin, kommt man noch ein zweites Mal rüber, wenn man bei 100, dreht es um und hätte dann 101 an der Stelle. Genau, dafür sind die da, dass man das damit kennzeichnet. Genau, das ist der eigene Vorrat. Wie gesagt, 6 Assistenten, einer kommt dahin. Die Würfel hatte Christian schon gesagt, 40 Pfund und ein Zahnrad und ein Energie. Genau, und bei diesem Spiel ist es so, es ist ein Dice-Placement-Spiel. Aber also ein Würfeleinsatzspiel ohne Glücksfaktor, könnte genau, man sagen. Genau, man würfelt nämlich nicht, genau. Sondern man kann, also stellt sich seine Würfel selber ein. Das finde ich echt schon mal einen schönen Kniff, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Aber da kommt man auch schon in den ersten Twist, weil man nämlich das, was man einstellt, auch bezahlen muss. Und 40 Pfund hört sich jetzt am Anfang so ein bisschen, oder wenn nicht ein bisschen, es hört sich schon, ich sag mal, gut Geld an, nach gut Geld an, aber Geld ist wirklich knapp in diesem Spiel. Genau, weil die Augen
die Würfel haben, die muss man mit Geld bezahlen. Das heißt, wenn ich alle vier Würfel zum Beispiel auf eine 6 stellen würde, wären das 4 mal 6, das wären dann 24 Pfund, die ich für das Einsetzen der Würfel bezahlen muss. Und dann Genau. wäre schon mehr als die Hälfte von meinem Geld weg. Genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir zeigen euch jetzt einfach mal einen Rundenablauf und dann zeigen wir euch nochmal die einzelnen Orte. Das heißt, wir haben jetzt hier Phase 1. Ich zeige euch das mal in meinem Spielertableau. Jeder Spieler stellt jetzt verdeckt, dazu hat man diese sogenannte Schatztruhen. Da stellt man jetzt seine Würfel ein. Wir haben ja zu Spielbeginn vier Würfel. Das heißt, die nimmt man sich jetzt und jetzt überlegt man sich, auf welche Orte man ganz gerne Würfel einsetzen möchte und stellt die Würfel entsprechend ein. Gut, dann setze ich das hier nochmal wieder zurück, resette das quasi nochmal. Und dann fangen wir einfach mal an, unsere Würfel einzustellen. Und ich möchte das so haben. Nein, ich will sagen. Interessant, das hast du Hast du das also vor. gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Also eigentlich würde man das jetzt auch so machen. Ja, drüber stülpen. Drüber stülpen, ne? So, ich bin fertig, du Ich auch. bin auch fertig. So, das heißt, wir lüften alle gleichzeitig. Jetzt wird erstmal geguckt, wer wie viel hat. Ich habe insgesamt 10. Ich habe 12. Das heißt, A, man muss halt eben jetzt das bezahlen. Also ich muss jetzt 12 Pfund in allgemeinen Vorrat zurücklegen. Ich muss 10 abgeben, weil ich 10 Würfelaugen hier offen liegen habe. Also man muss Genau. wirklich die Würfelaugen bezahlen. Jetzt wird hier Und geguckt werden. Genau, jetzt sind wir hier. Guck nochmal ganz kurz bei mir. Das Bezahlen haben wir gemacht. Wer hat die höchsten Würfelaugen? ich Wer habe ist die nämlich gehabt. Startspieler? Also Genau. es gibt so keinen Startspieler, sag ich mal, reihum, sondern immer wer die höchsten Würfelaugen an Würfelaugen ausgelegt hat, der wird auch Startspieler. Und der die wenigsten ausgelegt hat, der bekommt eine Zeitung. Und das bin in dem Fall ich. Also bekomme ich hier schon mal eine Zeitung. Und jetzt geht es auch mit dem Startspieler los, dass jeder nacheinander jeweils einen Würfel einsetzt. Und dann ist der nächste erstmal dran. Und teilweise hat ihm vorgegeben, welche Zahl mindestens da sein muss. Also hier zum Beispiel muss man mindestens mit einer 5 rein, hier muss man mindestens mit einer 3 rein und man muss hier zum Beispiel mindestens mit einer 4 rein. Das mache Na. ich. Und es gibt ein paar Fälle, da ist so eine kleine Figur oben drüber abgebildet. Das bedeutet halt eben, wenn man da reingeht, muss man, darf man sofort einen Assistenten einsetzen. Hier kann ich ihn momentan nicht einsetzen, weil da muss ich ja mindestens eine Personenkarte haben. Ich habe hier noch keine. Aber ich kann hier auf dem Black Market entsprechend eine Person einsetzen. Das mache ich auch. Das heißt, man muss immer von unten nach oben rein. Ich setze die erste Figur da rein, muss dafür einen Pfund bezahlen. Und so diese Figur am Schluss noch dort steht, bekomme ich In nachher in einer Phase gewissen 6. Ertragsphase eine Zeitung. Genau, also Assistentenaktion, wenn die über diesen Würfelfeldern sind, macht man sie sofort, wenn man den Würfel draufsetzt. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie Christian schon gesagt hat, bei seinen Aufträgen. Man darf dann maximal auch immer nur einen Schritt hochgehen, aber natürlich immer nur dann, wenn man den Auftrag auch schon erfüllt hat. Oder man kann halt in den Black Market gehen. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einsatzregel im Black Market. Wenn ich jetzt eine Assistentenaktion auslösen würde, man setzt immer auf das ja, nächste oder freie Feld, was da frei ist. Das heißt, ich würde dahin kommen und müsste dann den entsprechenden Preis bezahlen. Der nächste würde dann entsprechend weiterkommen und so weiter. Wäre jetzt, ich sag mal, der Black Market schon voll, wir machen das einfach mal so. Ich setze jetzt mal meine Figuren da mal so rein. Ist da jetzt noch einer frei oder zwei? Zwei. Jetzt sagen wir einfach mal, Christian setzt den letzten rein. Dann wird der Black Market gesprengt. Dann kommt der Aufseher. Und nur der, der als letztes eingesetzt hat, der bleibt drin. Alle anderen würden dann zu den entsprechenden Spielern dann zurückkommen. So viel nur einmal kurz schon mal dazu. So, dann bin ich ja dran. Das ist ja schon mal nicht so schön, dass du das gemacht hast. Muss erst mal gucken, was du da hast. Ich möchte ganz gerne mit meiner drei da oben zu Westminster. Genau. Was für eine Überraschung. Da ist jetzt nichts. Nimm es noch einmal ganz kurz runter. Da war halt mindestens eine drei gefordert. Die setzt sich da auch hin auf das Feld. Von daher alles gut. Man kann natürlich auch auf die anderen Felder. Ich hätte natürlich auch auf die zwei gehen können mit meiner drei, weil es ist ja nur, dass da mindestens eine zwei gefordert ist. Das hätte man natürlich auch machen können. Das war dann erstmal mein erster Würfel. Ich gehe dann hier in den Port of London. Ah, das habe ich mir auch schon gedacht. Da wollte ich eigentlich auch Wir ganz haben das gerne Spiel zu hin. oft gespielt, Wir haben das Spiel zu ne? oft gespielt, genau. Dann gehe ich hier mal in die Bank of England. Da setze ich mal meinen Würfel rein. Also hätte ich mir die vier doch aufsparen Und sollen. Christian ist dran. Mist, 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 Ja, Mist. ich habe erst überlegt, da zuerst reinzusetzen oder da. Du gehst dann da rein. Dann gehe ich ganz gerne bitte mal da oben auf die 1. Und zwar nicht auf die 1 durch 2 Geld. Es gibt nämlich auch Felder, wo dann minus 2 Dollar draufsteht. Da muss man, sobald man seinen Würfel auf dieses Feld setzt, hier muss ich ja eine mindestens 1 draufsetzen. Ich kann da auch mit einer 2 natürlich draufgehen. Mit jeder beliebigen höheren Würfelzahl ist möglich. Dann muss man aber, sobald man da drauf geht, genauso wie bei der Assistentenaktion, die sofort ausgelöst wird, muss man hier sofort, ich sag mal, die Gebühr letztendlich dann bezahlen fürs Einsetzen, also 2 Pfund. Das war schon wieder meins und Christian ist wieder dran. Ja, du hast mir das jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Ach, Von daher schön. muss ich ein bisschen umdisponieren an der Stelle.
nicht schön, aber ist halt eben Selten. so. Dann machen wir das halt eben so. Dann gehe ich da Reform Club. Da wollte ich auch ganz gerne hin. Hier sind noch zwei Einserfelder frei. Ich habe eine 2. Das setze ich natürlich auf das Feld, wo ich nicht bezahlen muss. Genau, jetzt haben wir alle unsere Würfel eingesetzt. Genau, vielleicht noch mal ganz kurz in dieser Würfeleinsetzphase kann man auch, wenn man hier auf dem Black Market, sagen wir mal, wir machen dann wieder eine Situation, man hätte schon diese da so stehen. Hier nebendran ist noch so ein gelbes Banner. Und immer wenn man einen Würfel auf irgendein Feld einsetzt, könnte man hier am Black Market auch einen Assistenten runtersetzen. Und zwar immer so weit auf das nächste untere freie Feld. Hier wäre es jetzt, wenn ich den runtersetzen würde, würde er natürlich rausfliegen. Und dieses gelbe Banner gilt ab Feld 3 im Black Market. Da würde ich jetzt ja stehen. Wenn ich das machen würde, dürfte ich mir hier das eine Zahnrad nehmen. Das darf man so oft machen, wenn man Würfel einsetzt, in dem Moment darf man es machen. Es sind hier aber immer nur zwei Zahnräder pro Runde zur Verfügung. Die werden erst am Rundenende wieder aufgefüllt. So könnte man zum Beispiel an Zahnräder dann rankommen. Okay, dann haben wir Phase 2 gemacht. Dann kommt jetzt Phase 3. Und jetzt werden nämlich diese ganzen Aktionsorte in Reihenfolge, in numerischer Reihenfolge abgearbeitet. Das heißt, wir fangen mit der 1 an, das ist das Patentoffice. Und jetzt sieht man schon, das ist nämlich auch so ein bisschen tricky. Es gibt oben vier Würfeleinsatzfelder, darunter gibt es aber nur drei Aktionsfelder. Das heißt, wenn da tatsächlich vier Würfel gelegen hätten, es kommen nur drei Spieler zum Einsatz letztendlich. Der eine Spieler, der nicht zum Einsatz kommen würde, der würde aber zumindest zur Entschädigung schon mal einen Pfund noch bekommen. So, jetzt gibt es dann noch Felder, wo dann auch ein Sofortbonus drauf ist. In dem Fall bekomme ich jetzt eine Zeitung. Das heißt, ich gehe auf dem Spielertableau einen nach oben. Und jetzt kann ich mir beim Patentoffice, ist es so, ich kann mir eine der drei offenliegenden Patentkarten nehmen, die vom offenen, sag mal, Nachziehstapel, die darf man sich in dem Moment nicht nehmen. Und ich nehme jetzt mal die ganz rechte Karte, bitte. Weil ich die gerne haben möchte. Die wollte ich eigentlich haben. Darauf basierte mein gesamter Zug. Das ist jetzt dumm Ah, gelaufen, aber siehst das ist du? dann so. Wird auch nicht aufgefüllt. Ne? Also das bleibt jetzt wirklich bis zum Rundenende so in dieser Form. Von daher, wenn da jetzt ein zweiter reinkommen würde, hat er nur noch diese zwei zur Auswahl. Genau, und erkläre ich einmal ganz kurz hier die Patentkarten, wie die aufgebaut sind. Ihr seht hier links in der oberen Ecke, seht ihr immer die Kosten. Das heißt, wenn ich das Patent nachher in einen Prototypen umwandle, dann muss ich dafür ein Zahnrad und drei Energie aufwenden. Hier in der rechten Ecke seht ihr, wie viele Punkte es bringt. Und das ist wieder ein goldener Orden, das heißt, die bekomme ich dann sofort, aber immer erst dann, wenn ich aus dem Prototypen ein Patent mache. Und das kann ich hier in der Phase 5. Da kann ich immer zwei Patente maximal in zwei Prototypen umwandeln. Wie gesagt, wenn ich das mache, zahle ich die Kosten, wandle das um und je nachdem, in welchem Jahr wir sind jetzt dann noch im Jahr 1849, bekomme ich Punkte. Das heißt, in 49 bekomme ich 12, in 50 9 und in 51 7. Und hier unten gibt es dann noch einen bestimmten Effekt, den das dann auslöst, wenn ich das in einen Prototypen umwandle. Und bei den Patenten ist es immer so, dass dieser Effekt sich auf eine bestimmte Person auswirkt. Das heißt, das muss nicht ich sein, das kann jeder beliebige Spieler sein. Aber wir haben es bisher noch nie auf den anderen Spieler ausgewirkt, weil meistens sind das positive Sachen, die man selber haben möchte. Hier würde ich jetzt zum einen ein Forschungsplättchen bekommen. Und zwar ist hier ein Forschungsplättchen drauf, deswegen liegen die lila Forschungsplättchen da. Ich würde dann das Forschungsplättchen mit der Nummer 23 von diesem lilafarbenen Forschungsplättchen bekommen. So, das würde ich dann bekommen und das würde ich dann hier einfach ablegen. Und dann hätte ich nachher in Phase 6, wenn wir halt die Einkommensphase haben, würde ich dann eine Energie bekommen. Und ich müsste aber auch noch drei Geld dann abgeben. Und anders als bei den Personen ist es so, wie gesagt, Patente kann man erst in Phase 5 dann in Prototypen umbauen. Das heißt, das lege ich jetzt einfach erstmal hier so neben mein Spielertableau. Und das war dann schon der Effekt, sage ich mal, erstmal vom Patentoffice. Gut, dann gehe ich mal ins British Museum. Ich gehe auch einfach runter, kriege keinen Ertrag, muss aber auch nichts bezahlen. Und ich kann mir jetzt eins von diesen beiden Plättchen hier aussuchen, welches ich haben möchte. Und ich mache es so, ich nehme mir jetzt einmal dieses. Ist auch entsprechend ein Soforteffekt. Ich komme auf der Einkommensleiste sofort zwei nach oben. Und ich darf mir ein Patent jetzt aussuchen, das ausliegt. Und da darf ich auch das oberste vom Ablagestapel nehmen. Und da wolltest du sonst eigentlich das hier nehmen. Ja, das war der Plan, wegen den 12 Siegpunkten. Die hatte ich eigentlich so fest Und eingeplant. man sieht da beim British Museum, da sind jetzt zwei Würfeleinsatzfelder oben und unten auch zwei Aktionsfelder. Das heißt, in dem Fall wären da auch beide zum Zug gekommen. Aber bei dem zweiten Feld hier hätte man dann auch nochmal $2 bezahlen müssen, wenn man auf 2 dieses, Pfund. zwei Pfund, ja, Entschuldigung. Hier hätte man dann 2 Pfund bezahlen müssen, wenn man dieses Aktionsfeld nutzt. Aber der zweite Spieler hätte hier halt dann auch zum Zug kommen können. So, ich nehme jetzt hier einmal die Geschichte vom Nachziehstapel, gleicher Aufbau, ein Zahnrad, drei Energie muss ich abgeben nachher in einer gewissen Phase, um das Ding bauen zu können.
Ertrag wären halt eben zwei von diesen Plättchen. Und hier, ich darf einen Assistenten einsetzen, ohne dass es mich irgendetwas kostet. Genau, und kostet ist ja nur beim Black Market, hier auf dem eigenen Spielertableau. Wenn man da einen Assistenten höher setzt, hat man ja ohnehin keine Kosten, da muss man ja nur die Voraussetzungen erfüllen. Aber hier auf dem Black Market muss man ja für jede Stufe entsprechend dann bezahlen. Und magst du mir die Karte noch mal einmal ganz kurz geben? Achso, das hatte meine auch, Entschuldigung, kann ich hier auch noch mal ganz kurz, das habe ich vergessen zu erklären. Hier sind nämlich auch noch Verknüpfungen drauf. Auf den Patenten gibt es Verknüpfungen zu Personen und umgekehrt gibt es nachher auch auf den Personen Verknüpfungen zu Patenten. Das heißt, habe ich jetzt dieses Patent schon umgewandelt in einen Prototyp und ich bekomme irgendwann diese Person Sachs, dann bekomme ich zusätzlich nochmal 4 Punkte. Das gibt es sowohl bei den Personenkarten als auch bei den Patent- bzw. Prototypenkarten. Gut, dann bin ich ja wieder dran. Dann kommt ja hier der dritte Ort, die Bank of England. Hier gibt es wieder 2 Würfeleinsatzfelder, aber nur ein Aktionsfeld. Das heißt, hier kommt definitiv nur einer, ich sag mal, dazu, dass die Aktion auch wirklich auszuführen. Der andere würde hier leer ausgehen, würde dann als Entschädigung einen Pfund bekommen. Ich kann mir jetzt aus diesen beiden Aktien eine aussuchen. Ich nehme die hier. Und wie man hier sieht, ich bekomme jetzt als Sofortertrag 2 Schritte hier auf der Einkommensleiste hoch und ich bekomme sofort einen Siegpunkt. Und wie gesagt, die Aktien sind da immer positiv und auch da wird jetzt nicht aufgefüllt, sondern erst am Rundenende. Wenn wir dann in den Herbst kommen, würden dann die Herbstplättchen entsprechend kommen. Dann geht es mit mir schon wieder weiter mit Westminster. Es kann also auch sein, dass ein Spieler mehrfach nacheinander dran ist. Da ist jetzt drauf als Belohnung, ich bekomme sofort ein Geld. Und ich kann jetzt da eine Stufe weiter rücken und da ist jetzt immer sind auch Soforteffekte drauf. Gibst du mir das einmal ganz kurz rüber, das Tableau? Genau, danke. Das heißt, ich bin jetzt hier drauf gekommen, ich bekomme ein Geld und ich rücke jetzt hier einen Schritt vor. Das heißt, hier bekommt man sofort 2 Pfund. Hier darf man einmal, ich sag mal, Sechser-Banner nutzen. Das heißt, Christian könnte hier entweder sich eine Zeitung nehmen oder wenn man nachher hier schon von diesen Plättchen welche liegen hat, wie Christian, nee, du hast es da auch nicht. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob hier vielleicht da ist gerade mal eins. Wenn ich das hier schon hätte, könnte ich das wahlweise. Also ich müsste mir dann eins aussuchen, was dieses Sechserbanner hat. Eins von meinen Forschungsplättchen. Oder wenn ich hier schon Assistenten im Black Market stehen hätte, könnte ich mir da auch eine Belohnung aussuchen. Die würde ich einmalig bekommen. Hier bekomme ich eine Energie und hier bekomme ich 2 Schritte auf der Bassleiste. So, das heißt, ich bekomme jetzt 3 Geld. Die nehme ich mir dann. Oder nimmt Christian immer netterweise aus dem Vorrat. Das muss ich dann ja leider wieder weglegen. Das war eigentlich ganz schön. So, das war Westminster. Black Market ist ja kein Einsatzort. Dann kommen wir schon zum Reformclub. Und dann können wir auch nochmal gleich sagen, bisher waren ja auf den Einsatzorten jeweils immer nur ein Würfel drauf. Wenn mehrere Würfel auf den Orten drauf sind, geht es natürlich nach der Augenzahl. Das heißt, die höchste Augenzahl beginnt und kann entsprechend den Würfel auf ein Aktionsfeld, was da drunter ist, ziehen. Haben wir mehrere, ich sag mal, Augenzahl mit der gleichen, Würfel mit der gleichen Augenzahl, ja genau, drehen wir mal auf die 3, dann entscheidet der Würfel, der weiter links liegt, also ich sag mal zuerst eingesetzt wurde dann letztendlich. Jetzt hätte ich hier eine höhere Augenzahl, das heißt jetzt wäre ich aber trotzdem vor Christian dran, weil meine Augenzahl höher als Christian wäre. Okay, aber da war ich ja niedriger, und genau, Christian das ist heißt, höher. Ich gehe runter, hier sieht man wieder dieses Sprachrohr, wie wir das so nennen, dieses rote, das heißt ich komme auf der Bassleiste ein nach vorne. Geh da runter und jetzt hole ich mir einmal den hier. Oh, den wollte ich auch haben. Na sowas, dann habe ich alles richtig. Personenkarten im Prinzip genauso aufgebaut wie Patentkarten. Oben die Kosten, hier die Siegpunkte, je nach Jahr, in dem man das erwirbt. Hier unten ein möglicher Soforteffekt und teilweise eben noch ein Effekt, der in der Phase 4 der jeweiligen Runde noch zum Tragen kommt. Und aber Unterschied, wenn man sich eine Person holt, muss man die sofort bezahlen. Genau, Christian muss sie sofort bezahlen. Hier sieht man, hier sind jetzt wieder Verknüpfungen zu bestimmten Patenten, beziehungsweise nicht Patenten, sondern Prototypen aufgedruckt. Das heißt, wenn Christian diese Person in seiner Auslage hat und irgendwann mal den Prototypen Big Ben und Crystal Palace nachher baut, also das Patent reicht nicht aus, sondern er muss dann daraus einen Prototyp machen, dann bekommt er halt diese zusätzlichen Punkte. Und was man hier unten auch noch sieht, die Personen wollen nachher auch noch bezahlt werden. Und zwar ist das nachher in Phase 4 hier, dass man die Person bezahlen muss. Und wie man die bezahlen muss, diese Farben korrespondieren mit Westminster. Das heißt, je nachdem, auf welcher Stufe man mit seinem Spielstein steht, muss man die Person entsprechend bezahlen. Das heißt, ich stehe jetzt ja, ich sag mal, auf dieser braunen Stufe. Das heißt, wenn ich diese Person hätte, müsste ich 3 Geld in Phase 4 für die Person als Gehalt bezahlen.
Gut, dann muss Christian nochmal die Person bezahlen. Genau. Zwei Zahnräder. Zwei Zahnräder. Und das ist ein kleines Problem, weil die habe ich gar nicht. Ah, ich habe nur ein Zahnrad, das an. Gebe ich schon mal allgemein vor. Das heißt, warum mir fehlt. Du dir dann die Karte? Ja, ich wollte einfach nur den geneigten Zuschauer zeigen, wie man das trotzdem machen kann. Und zwar ist es so, ich kann hier aber jetzt 5 Geld abgeben für ein Zahnrad. Hätte Christian zwei Zeitungen, könnte er auch zwei Zeitungen für ein Zahnrad abgeben. Das hatte ich ja hier eingehend schon mal erklärt. Zeitungen kann man eintauschen in bestimmte Sachen und Geld und natürlich auch, ich sag mal, Energie und Zahnräder kann man eintauschen. Das zwar jederzeit. Ja, das heißt also, ich gebe jetzt 5 Geld ab, das ist dann quasi ein Zahnrad, damit habe ich das erfüllt. Wir sind ja im Jahr 1849, ich bekomme also die oberen Siegpunkte, das sind jetzt 12 Stück, die ich nach vorne presche. Mhm. Und ich bekomme als Belohnung eine von den verdeckten Karten mit einem grünen Hintergrund und ich nehme einfach mal das Teil. Ah ja, das ist nachher ein Ertrags. Wir können es mal kurz zeigen. Das ist nachher ein Einkommen mehr in Phase 6. Christian hätte jetzt auch das letzte offene Forschungsplättchen da vom British Museum nehmen können. Das heißt, man hat immer die Wahl bei diesen, ich sag mal, Effekten, dass man entweder ein verdecktes nehmen kann oder wenn beim British Museum noch ein offenes liegt, kann man sich auch das offene oder eins der offenen dann noch liegen nehmen. Dann bin ich noch dran. Ich gehe jetzt hier auch runter. Ich nutze natürlich auch das Aktionsfeld, wo noch, ich sag mal, ein Soforteffekt drauf ist. Das heißt, ich bekomme auch einen Bass. Und ich kann mir jetzt eine von diesen beiden Karten aussuchen. Die offenen hier auf dem, sag mal, Nachziehstapel stehen auch in dem Moment nicht zur Verfügung. Das ist das gleiche wie beim Patent Office. Wenn man sich da in dieser Phase Karten nimmt, stehen die Karten immer nicht zur Verfügung. Jetzt hat Christian hier leider die Karte genommen, die ich eigentlich auch ganz gerne haben wollte. Und dann nehme ich die tatsächlich. Die muss ich aber sehr teuer bezahlen, ne? Würde ich eigentlich nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich nehme mal hier die Queen Victoria. Hier als Verknüpfung die Spaßbremse. Ja, genau, richtig. Queen Victoria ist relativ teuer. Die kostet 2 Zahnräder und 2 Energie. Ich habe jeweils eins, also ein Zahnrad und ein Energie. Ich habe aber schon 2 Zeitungen. Das heißt, ich kann 2 Zeitungen zumindest schon mal in ein weiteres Zahnrad umtauschen. Das heißt, ich habe schon mal die 2 Zahnräder. Fehlt mir noch ein Energie. Und für ein Energie muss ich jetzt nochmal 4 Geld abgeben. Zack. So, wir sind jetzt ja im Jahr 49 noch, das heißt, ich bekomme jetzt 16 Punkte, komme also auf die 22 hier auf der Siegpunktleiste, bekomme als Soforteffekt eine Zeitung und wenn ich 8 auf der Einkommensleiste bei 8 oder mehr stehen würde, dann könnte ich hier in Phase 4 mir ein Patent nehmen. Und da kann ich mich dann auch entscheiden, ich kann entweder eine Patentkarte nehmen, die dann offen liegt, oder ich kann auch die vom Nachziehstapel, die oberste, dann nehmen. Und auch Queen Victoria will natürlich bezahlt werden. Aber richtig teuer. Die ist richtig teuer, die gute Dame. So, und wenn man solche Karte hat, das wäre auch bei Christian so, wenn man sie, ich sag mal, bezahlt hat, dann dreht man sie auf die Rückseite. Und wie gesagt, die hat jetzt noch einen Effekt nachher, der in Phase 4 jetzt zum Tragen kommt. So, dann sind wir mit 5 fertig. Dann kommen wir mal zu London Times. Da hat jetzt keiner Würfel eingesetzt. Da gibt es 3 verschiedene Würfeleinsatzfelder, wo man natürlich die entsprechende Mindestaugenzahl drauflegen muss. Es gibt auch wieder ein Feld mit einer Assistentenaktion oben. Es gibt auch wieder ein Feld, wo man sofort 2 Dollar, hier Pfund bezahlen muss. Ich bin immer bei Dollar, warum eigentlich? Genau. Es gibt aber nur 2 Aktionsfelder, das heißt, da würden auch nur maximal 2 Würfel zum Tragen kommen. Und dann sieht man da schon, je nachdem, wo der Rundenanzeiger steht, das wird gewertet. Kannst du einmal ganz kurz rübergeben, können wir ja nochmal in die Kamera kurz einmal reinzeigen. Und hier gibt es jetzt auch bestimmte Voraussetzungen. Hier kann man nämlich immer Bass bekommen, das heißt, da rührt man sozusagen die Werbetrommel und kommt hier auf der Bassleiste dann entsprechend vorwärts. Das erste hier ist, ich hätte entweder keine Patente, ein Patent oder 2 Patente, würde ich hier entsprechend 2, 3 oder 4 Bass bekommen. Hier geht es nachher im Herbst um die Personenkarten. Das sind ja die hier, die ich dann schon bei mir ausliegen habe. Habe ich also jetzt, ich habe jetzt hier eine Personenkarte. Das heißt, im nächsten Herbst könnte ich dafür dann zumindest 2 Bars bekommen, bei 2 Personenkarten schon 3, bei 3 schon 4. Hier geht es nachher schon um Prototypen. Das ist immer so ein Unterschied. Die Patente haben hier oben noch so einen leicht grünlichen Streifen, so wie es auch auf der eigentlichen Karte ist. Da haben sie auch noch einen Streifen. Wenn man sie in Prototypen umgewandelt hat, dreht man sie nämlich auch um. Dann haben sie oben auch noch diesen blauen Streifen. Hier geht es also um Prototypen. Bei einem Prototyp bekomme ich 3 Bars und so weiter. Hier geht es um die Forschungsplättchen, die man schon auf seinem Spielertableau hier auf der Forschungsleiste hat. Ich habe jetzt noch gar keins und hier sieht man schon, es gibt ja die grünen und lila Rückseiten, die haben wir hier auch. Das sind die lilanen und die grünen. Je nachdem, wie viele ich hier schon bei mir ausliegen habe, bekomme ich entsprechend was. Und hier ist wiederum entsprechend der Stufe, wo ich dann bei Westminster stehe, würde ich auch entsprechend dann was bekommen. Da hat jetzt aber keiner eingesetzt, von daher bekommt da keiner was. So, dann kommen wir zum Port of London, da hat Christian eingesetzt. Genau.
gibt es insgesamt drei verschiedene Möglichkeiten. Im Prinzip, nee, es gibt vier Möglichkeiten, muss man ja sagen. Das erste ist, wenn ich hier drauf gehen würde, dann kann ich eine Person, einen Assistenten kostenfrei einsetzen. Das heißt, ich kann entweder den nehmen, der kostet aber eh kein Geld, oder aber ich kann einen Black Market einen einsetzen, der würde nichts kosten, plus eine zweite Assistentenaktion, die dann allerdings was kosten würde. Man muss es auch in der Reihenfolge machen. Das heißt, ich könnte sagen, ich nutze die erste kostenfrei, gehe da rein, nutze die zweite, gehe auch da rein, aber für den zweiten eingesetzten muss ich hier an der Stelle entsprechend 2 Pfund bezahlen. Und da vielleicht nochmal ganz kurz, was wir auch noch nicht erzählt haben, wenn man da einen einsetzt, muss man ja immer auf das nächste freie Feld gehen. Man kann aber auch, man muss nicht nur einen einsetzen, man könnte auch, anstatt einen einzusetzen, einen Schritt nach oben gehen. Aber dann kann man halt, ich sag mal, wenn jetzt hier einer stehen würde, Christian könnte mich jetzt noch überspringen, dann würde er so den Schritt nach oben gehen, weil auf jedem Feld immer maximal ein Assistent stehen darf. Das heißt, entweder man setzt einen ein oder man setzt einen Assistenten, der hier schon im Black Market steht, einen Schritt nach oben. Die Möglichkeit gibt es auch. Zweite Möglichkeit ist, man nimmt sich 2 Zahnräder aus dem allgemeinen Vorrat. Dritte, man nimmt einen von den Würfeln. Wir haben ja jetzt mit 4 Würfeln gestartet, 2 gibt es noch. Das heißt, ich könnte aus dem in Anführungszeichen allgemeinen Vorrat einen von meinen schwarzen Würfeln nehmen und hätte nächste Runde dann einen Würfel mehr, sprich eine Aktion mehr, aber auch einen Würfel mehr, den man bezahlen muss. Das sollte man nicht unterschätzen. Und dann gibt es hier unten noch so 3 Felder und zwar kann man hier einsetzen. Und bekommt je nachdem, was für eine Augenzahl der Würfel hat und in welchem Jahr man ist und an welcher Stelle man ist, Siegpunkte. Das heißt, hier, ich würde 4 Siegpunkte bekommen. Wir sind in 1849, das heißt, hier würde ich 9 bekommen, das heißt, in Summe würde ich 13 bekommen. Würde das da drauflegen, um zu zeigen, dass das quasi besetzt ist, legt man dann hier, ups, so ein Ticket einmal quer über den Würfel. Und das ist Wäre auch die jetzt noch jemand Besonderheit. da, könnte er entsprechend auf dieses Feld gehen und hätte auch wieder Würfel, aber hier eben nur 6 Punkte. Während ich 9 bekommen habe. Genau, und die Besonderheit ist da unten aber auf dem Würfelfeld, wenn Christian das da einsetzt, der Würfel ist weg fürs gesamte Spiel, der ist blockiert, während wir nachher alle anderen Würfel nachher zurückbekommen zum Rundenende. Das heißt, die können wir nachher weiter nutzen. Der Würfel wäre aber weg. Und hier bei diesem, ich sag mal, Port of London und auch bei Waterloo Station ist noch das Besondere. Hier gibt es ja erstmal ganz normal die Aktionsfelder. Das heißt, hier gibt es wieder 3 Würfeleinsatzfelder, 2 Aktionsfelder. Das heißt, einer kommt nicht zum Zug. Und von diesen beiden Aktionsfeldern kann man hier diese Aktion maximal einmal nutzen. Das heißt, wenn Christian diese Aktion nutzt und ich wäre hier auch mit meinem Würfel noch drin, kann ich die Aktion nicht nutzen. Das heißt, jede Aktion, die hier ist, von diesen 4 Aktionen, kann maximal einmal genutzt werden. Das heißt, wenn ich hier drauf bin, kann in dem gleichen Zug gar kein zweiter hier drauf gehen, um hier unten reinzukommen. Das heißt, jedes Feld hier darf nur einmal genutzt werden. Das gleiche gilt nachher auch hier. Das gucken wir dann gleich nochmal da an, wenn Christian den nächsten Zug macht. Genau, ich bin jetzt hier, ich gehe dahin, das heißt, ich nehme jetzt Huch, 3 Zahnräder. Du hast ja gar nicht den Würfel. Das ist jetzt überraschend. Ist ja nur ein Probespiel. Das finde ich jetzt sehr Ist ja nur überraschend. ein Probespiel. Ach so, na So, gut. letzte Geschichte, Waterloo Station. Auch da wieder 3 Möglichkeiten. Das heißt, hier man bekommt 2 Energie, hier man bekommt 1 Energie und einen Ertrag von einem Feld, wo man halt eben so dieses Banner Fahne mit oder der Banner, 6 hat. ja. Also hier zum Beispiel könnte ich beim Einkommen einen hochgehen oder hier ist das auch entsprechend dargestellt. Ich könnte mir hier dann eine Zeitung nehmen. Mehr haben wir momentan noch gar nicht Nee, es ist freigespielt. ja auch nur Wenn hier. einer zum Beispiel hier auch diese Uhr hätte, die man durch eine Karte bekommen hat oder durch mehrere Karten bekommen kann, wäre auch dieses Banner da, dann würde man 3 Pfund bekommen. Genau, kann man mal ganz kurz die andere Seite der Uhr. Also wenn man die bekommt über eine Karte, muss man sich halt entscheiden, auf welche Seite man die legt. Entweder man bekommt immer in Phase 6 entsprechend Einkommen oder man hat einmalig einen Soforteffekt von 2 Siegpunkten durch diese Taschenuhr. Oder hier hinten eine Energie und 2 Schritte auf der Bassleiste nach vorne gehen. Ich mache das jetzt so, ich gehe nach vorne. Das heißt, ich nehme mir 2 Energy. Genau. So, jetzt haben wir hier schon Phase 3 durch. Wir haben nämlich die ganzen, ich sag mal, Aktionsplättchen oder Felder abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu Phase 4. Jetzt sollen alle Persönlichkeiten bezahlt werden und entsprechend der Position, wie wir in Westminster stehen. Ich habe jetzt hier eine Person, die Queen Victoria, und ich stehe jetzt in Westminster auf diesem braunen Feld. Das heißt, ich muss, ist echt teuer, da muss ich 5 für bezahlen. Und jetzt würde hier, das kommt auch noch das mit diesem, ja, wie hast du es so schön genannt? Banner. Banner, was man hier hat, mit dem Banner 4 kommt jetzt zum Tragen. Würde ich jetzt auf der Einkommensleiste 8 Einkommen oder mehr haben, dann dürfte ich mir jetzt halt eine Patentkarte nehmen, entweder eine von den offenliegenden oder die oberste vom Nazi-Stapel. Das ist leider nicht so, weil ich stehe auf der Einkommensleiste auf der 6. Von daher kommt diese Funktion jetzt für mich nicht zum Tragen. So, ich muss 4 bezahlen für meinen Pension oder wie auch immer der ausgesprochen Genau, weil wird. Christian noch ganz Aber ja. vorne auf dem grünen Feld steht, muss Christian noch das entsprechende Einkommen für sein Augustus, wie auch immer, bezahlen.
So, das war Phase 4, dann kommt jetzt Phase 5. In Phase 5 kann jetzt jeder Spieler maximal zwei Patente, die wir jetzt hier liegen haben, in Prototypen umwandeln. Das kann ich jetzt leider nicht mehr. Ich habe nämlich sehr wenig Ressourcen und ich möchte jetzt auch nicht so viel Geld einsetzen. Deswegen, das mache ich nicht. Ich mache das. Ich baue jetzt hier einfach mal den Prototypen eines Schallaufsaugers. Das heißt, ich Der muss Schallaufsauger, wie der einen wohl funktioniert. Zahnrad abgeben und ich muss drei Energy abgeben. Habe ich alle da, von daher muss ich nicht on top noch Geld dazu geben. Oh, du hast Und aber ich kriege viele jetzt Siegpunkte. einen Siegpunkt, das bringt mich richtig nach vorne. Aber deshalb habe ich mir das Ding gar nicht geholt, sondern das war eigentlich Das wichtiger. hatte ich im letzten Spiel, das war richtig cool. Da hat jetzt, hier sind zwei feste Einkommensplättchen drauf. Die bekommt Christian jetzt von dem Patent Office. Die haben die Rückseite 17, genau, die können wir mal ganz kurz zeigen. Davon gibt es zwei Stück. Und wenn man die dann umdreht, sind die auf der Vorderseite so wie hier angegeben. Das heißt, Christian bekommt diese beiden Plättchen. Und Christian darf noch eine Assistentenaktion durchführen. Wie gesagt, entweder auf seinem Spielertableau, sofern er die Voraussetzung erfüllt hat, einen Assistenten um den entsprechenden einen Schritt hochsetzen. Oder hier im Black Market einen einsetzen oder einen um einen Schritt hochsetzen. Wenn er es im Black Market macht, kann er es halt kostenfrei Genau, machen. das mache ich. Ich gehe hier in den Black Market rein, dann nehme ich mir die. Und damit bedecke ich natürlich zwei von den Feldern. Das heißt, ich habe schon mal vier Siegpunkte weniger, plus den Vier einen, den ich hier, Minuspunkte weniger. genau, plus den einen, den ich hier gemacht habe. Also eigentlich war es sogar fünf wert, plus den Ertrag, den ich jetzt noch die nächste Zeit hätte. Dann wird dieses Patent auch einfach umgedreht und auf die andere Seite Und des ist das ein Spielertableaus gelegt. Prototyp? Und hier war jetzt auch eine Verknüpfung drauf zu Verdi, aber Verdi hat Christian nicht, von daher bekommt er da keine Zusatzpunkte. Genau. So, dann sind wir hier schon in Phase 6. In Phase 6 bekommt jetzt jeder erstmal Einkommen, entsprechende Einkommensleistung. Das heißt, wir bekommen jeder 6 Einkommen. Dann kommen, da haben wir jeder Sonderausgaben, worum auch immer. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Das heißt, wir kommen jetzt alle auf der Einkommensleiste 3 Schritte nach unten. Das ist sehr, sehr Aber ich schmerzlich. wollte auch eine Sonderaufgabe geltend machen. Ja, genau. Dann gucken wir jetzt überall, wo wir Plättchen oder im Black Market stehen, wo wir so ein, ich sag mal, Banner mit einer 6 haben. Und da habe ich leider nichts. Christian hat hier einmal im Black Genau, Market. ich kriege also vom Black Market aus gesehen zwei Geld. Ups, ey, fällt alles zusammen. Und Und ich eine kriege eine 2. Zeitung. Und dann ist es so, machen wir das jetzt, machen wir Nee, es das ist ja nachher, Phase machen wir 7. 7, okay? Genau. Und dann kriege ich nochmal Ertrag, das heißt, ich komme auf der Einkommensleiste wieder zwei nach oben, Ach, zwei zwei nach sogar. oben. Okay. Und ich kriege eine Energie. Genau, das sind die Forschungsplättchen, die Christian ja liegen hat. Die haben auch entsprechend so ein gelbes Banner da. So, und dann würde man jetzt Nee, noch grün ist schauen. es. Grünes Banner, habe ich blau gesagt? Nee, gelb. Gelb, okay. Ich weiß nicht, wie ich auf gelb komme, egal. Die haben ja so ein gelbes Banner. So, und dann Nee, grün ist. so ein grünes Banner. Oh Mann, Mann, du oh kommst auf Gott. gelb. Ist es auch meine 6. Stunde Ach heute. so. So, und dann schauen wir noch als letztes auf der Bassleiste, wo wir da stehen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt ja so Plakatfelder. Und nehmen wir jetzt mal an, ich wäre jetzt in dieser Runde, hätte ich jetzt mal 1, 2, 3 gemacht. Das heißt, ich wäre hier vorbeigekommen. Und in dem Moment muss ich mir sofort entscheiden, wenn ich da drauf oder vorbeikomme, ob ich dann Bassmarke einsetze. Das hätte ich gemacht. Dann wäre ich vielleicht nochmal 1, 2, 3 da vorbeigekommen, muss mich auch wieder sofort entscheiden, mache das. Christian wäre irgendwann in der Runde jetzt sogar hier vorbeigekommen, hätte sich sofort entschieden, da einen hinzusetzen. Dann wertet man das jetzt auch noch aus. Das heißt, hier kann ich mich entscheiden, ob ich mir zwei Geld oder zwei Bass nehme. Da würde ich mir jetzt einfach mal zwei Bass nehmen. Hier würde ich zwei Punkte bekommen und Christian würde hier drei Punkte bekommen. Wo warst du jetzt? Ich glaube auf der 18, ne? Ich Vollkommen glaube, ich habe dich jetzt richtig verschoben. Also von daher, da werden jetzt immer noch mal die Plakate hier auf der Bassleiste ausgewertet, aber natürlich nur, wenn man seinen Bassmarker da auch liegen hat. Dann kommt noch die Phase 7. Da wird jetzt im Black Market ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, alle Figuren rutschen einen runter und die Figur, die natürlich unten war, die rutscht natürlich raus aus dem Black Market. So, dann kommt jetzt noch ein bisschen Aufräumarbeiten, sage ich mal so. Das heißt, beim Patent Office werden die verbliebenen Patente abgeräumt und unter den Patentkartenstapel gelegt. Hier beim Reformclub dasselbe. Die Personenkarten, die da noch ausliegen, werden genommen, kommen unter den Personenkartenstapel. Es werden drei neue Personen ausgelegt. Hoppala. Alle Würfel kommen zurück. Alle Würfel kommen zurück zu ihrem Besitzer, mit Ausnahme, was ich schon sagte, wenn jetzt hier ein Würfel liegen würde mit dem Ticket drauf, der würde bis Spielende da liegen bleiben. Den würde man nicht zurückbekommen. Dann kommt hier die verbliebene Aktie aus dem Frühjahr 49 weg. Die wird zur Seite gelegt. Und es kommen zwei neue Aktien aus dem Herbst 49 dorthin. Die hier noch liegende wird auch offen ausliegende, wird einfach aus dem Spiel genommen und es werden zwei neue Verdeckte wieder offen hingelegt. Genau. Dann So, kommt und da dann der kommt der Rundenanzeiger. Rundenanzeiger halt eben entsprechend auf den Herbst 49. Hier würden wir entsprechend auffüllen. Also wenn jetzt hier Zahnräder genommen worden wären, kommen jetzt hier entsprechend ein Zwei-Personen-Spiel und ein Drei-Personen-Spiel zwei neue Zahnräder drauf. Und jetzt wird es einfach wieder mit Phase 1 losgehen. Das heißt, wir würden unsere Würfel hier neu einstellen.
Wir würden sie bezahlen. Der, der die höchsten Würfelwert insgesamt hat, wäre Startspieler. Der, der die wenigsten Würfelaugen hatte, würde wieder eine Zeitung bekommen. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, wenn es da einen Gleichstand gibt. Sagen wir mal, Christian hätte die gleichen Würfelaugen gelegt wie ich. Christian hätte jetzt vielleicht hier auch eine 3, eine 2, eine 2 gelegt. Das heißt, wir hätten... Oder machen wir uns einfach anspruchsvoller, okay. Wir hätten jetzt hier die gleiche Augenzahl gelegt. Das heißt, es müsste man ja gucken, wer wird jetzt Startspieler. Dann schaut man, wer hat den höchsten Einzelwürfelwert gelegt. Das wäre jetzt wieder beides. Wir hätten beide eine 5. Wer hat den nächsten höchsten Einzelwürfelwert, wären wieder beide Gleichstand. Aber hier 3 gegen 2. Das heißt, beim nächsten Würfelwert hätte Christian dann letztendlich gewonnen und dann würde Christian Startspieler werden. Ja. Und so spielt man insgesamt 5 Runden durch und wer am Spielende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Genau, wobei es so ist, ganz am Spielende gibt es noch so ein paar Sonderboni, genau, sag ich mal. Genau, das machen wir nur fertig hier, deswegen rücken wir jetzt einfach hier mal irgendwo so vor. Zum einen würde man nämlich hier auf der Bassleiste gucken. Hier oben gibt es noch den Crystal Palace nachher so als Plakat. Wenn einer es schafft, hier oben als erster reinzukommen, würde er seinen Spielstein hier auf die 1 setzen und bekommt 6 Punkte. Diese silbernen, sagte ich ja schon, Orden bringen am Spielende Siegpunkte. Wobei es ist nicht nötig, für diese Wertung da oben hinzukommen, sondern man schaut einfach, wer ist auf der Bassleiste am meisten vorne. Der bekommt 6 Punkte, das ist jetzt in dem Fall Christian. Das heißt, Christian würde 6 bekommen. Ich wäre hier an zweiter Stelle, würde dann nochmal 4 Punkte bekommen. Dann schaut man noch auf dem eigenen Spielertableau nach, wie gut habe ich die Aufträge erfüllt, die wir hatten. Ich habe jetzt hier 4 Punkte erzielen können. Man kriegt immer nur das auf dem Feld, wo man auch steht. Die Punkte darunter nicht. Das heißt, ich würde jetzt hier einmal nochmal 4 Punkte bekommen. Christian, ups, ich krieg 7 Punkte. Du hast dich ganz nach oben gesetzt, ja, war natürlich das ja klar. Zu zeigen. Das heißt, auf die 34. Und dann würden wir noch beim Black Market gucken. Da kannst du mich jetzt vielleicht noch mit 3 Figuren einfach mal reinstellen. Da geht es jetzt nämlich darum, dass je nachdem, wie viele Assistenten drinstehen, Punkte verteilt werden. Und zwar der erste Assistent bekommt 3 Punkte, das wäre ich. Das heißt, ich bekomme einmal 3. Meiner steht auch noch an zweiter Stelle, der bringt dann nochmal 2 Punkte. Und Christians Assistent steht an dritter Stelle, würde nochmal 1 Punkt dann bekommen. So, und am Spielende kann man natürlich alles, was man hier noch an verbliebenem Material hätte, sagen wir jetzt mal, ich hätte noch Zeitungen, ich hätte vielleicht noch Energie und Zahnräder hier liegen, könnte ich alles das in Geld umwandeln. Das heißt, pro Energie und pro Zahnrad würde ich noch 1 Pfund bekommen, pro Zeitung würde ich noch 1 Pfund bekommen. Und dann kann man nämlich, wenn man nachher noch leere nicht belegte Forschungsfelder hier hat, kann man nämlich, sofern man noch 10 Pfundnoten über hat, 10 Pfundnoten über hat, die auf die Felder legen. Das heißt, damit kann man nachher auch noch die Minusfelder dann überdecken. Die weiteren offenen Minusfelder werden natürlich jetzt zum Spielende in Abzug gebracht. Das wäre jetzt natürlich sehr ungünstig. Ich hätte jetzt hier 8 mal 2 Minus. Das heißt, ich würde jetzt hier sogar nochmal 16 Punkte zurückkommen. Würde ich erstmal auf die 20 kommen. Ich würde nur 12 zurückkommen. Das hast du auch wieder schön gesetzt. Das heißt, du nein, die habe ich mir wirklich richtig verdient. Die habe ich alle so, da war kein Gemäß. Genau, wenn wir jetzt noch Kredite hier hätten, sage ich jetzt mal unbezahlte Kredite, die bringen halt das, was draufgedruckt ist. Das ist hier das höchstmögliche Minus, heißt, würde dafür nochmal 10 Punkte bekommen. Hätte ich den noch bezahlen können, hätte ich den hier umdrehen können, dann hätte ich noch 5 minus 5 Punkte dann bekommen. Ja, und der Spieler mit den meisten Siegpunkten, das wäre jetzt hier Christian, 23, das ist natürlich nicht so am Spielende. Man kommt da schon mal so rum, man kommt schon über 50. Christian war auch schon über 100 Punkte. Das kann man schon erzielen bei dem Spiel. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Vielleicht noch ganz kurz, jeden Kredit, den man hier natürlich jetzt noch offen liegen hat, das heißt, den man nicht bezahlt hat, den kann man natürlich am Spielende auch noch zurückzahlen. Und für jeden Kredit, den ich offen habe, muss ich ja für die Rückzahlung 10 Pfund bezahlen. Und dann würde ich den umdrehen. Also das kann man natürlich vor Spielende jederzeit dann auch noch machen. Ja, so läuft oder so funktioniert Crystal Palace. Und ich würde dann mal sagen, dann können wir mal zur Bewertung kommen. Möchtest du anfangen? Das mache ich gerne. Also, wie eingangs gesagt, ist ja Crystal Palace kurz vor der Weltausstellung, beziehungsweise es ist die Weltausstellung 1851 in London. Sprich, wir befinden uns im sogenannten viktorianischen Zeitalter. Und das finde ich total cool, weil das auch von dem Spiel richtig gut aufgenommen wird. Also auch die Personen, die auftauchen, das sind teilweise wirklich reale Personen, sag ich mal, wie bei Michaela, die Queen Victoria. Die sehr, sehr sympathisch aussieht hier. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht getroffen. Aber es gibt eben auch so ein paar Fiktive. Also da ist zum Beispiel Phileas Fogg drin von Jules Verne oder aber auch Dr. Watson, Sherlock Holmes tauchen auf, die ja auch nicht existent waren. Also das ist richtig cool gemacht. Genauso auch so mit diesen Patenten, die es gibt. Ein paar davon, zum Beispiel, das finde ich immer total genial. Das ist das sogenannte Blitz-Dingsbums. Also schön...
von den Namen her, die Optik finde ich auch gut. Auf der Rückseite dann auch immer irgendwas, was eben, ne? Genau, was eben wirklich dazu gehört oder was nicht dazu gehörte, je nachdem. Und das finde ich total cool. Also ich finde, man merkt so diese Liebe zum Detail bei dem Spiel, dass man sich da wirklich Mühe gegeben hat. So kommst du jedenfalls bei mir an. Auch, dass man hier so diese kleinen Schachtel hat, die man zusammenbauen kann. Dass wirklich gutes, viel Spielmaterial ist, alles beidseitig. Also auch hier diese Geschichte, diese Verlegergeschichte, es ist beidseitig. Auch die Nationentableaus, die man hat, auch beidseitig. Also wirklich viel, viel Abwechslung, weil die Reihenfolge eben jedes Mal anders ist. Also was kommt hier bei der Aktiengeschichte? Was kommt hier am Plättchen hoch? Was kommt hier bei Personen hoch? Was kommt hier bei den Patenten hoch? Gibt es hier irgendwelche Kombinationen, die für einen interessant sein können? Ist die Bassleiste hier interessant über die London Times, dass man da hochmarschiert? Und. Dass das heißt man also, bekommen kann, meinst du, ne? Genau, Times, man ne? bekommt dann eben, wenn man es nutzen kann, weil es zu einem passt, entsprechend Bass, marschiert da vorwärts. Kriegt sind diese Plättchen ne? vielleicht auch interessant. Also es spielte sich wirklich jedes Mal anders. Man konnte nicht sagen, so ich mache immer die Strategie und die kommt auf alle Fälle an, damit gewinne ich auf alle Fälle. Nein, überhaupt nicht. Und ich finde, das Spiel lädt auch dazu ein, wirklich mal was anderes auszuprobieren. Also gehe ich eher, dass ich versuche, schnell die Würfel zu kriegen. Dann habe ich 6 Würfel. Ich habe 2 Möglichkeiten, mehr hier Aktionen durchzuführen, als zum Beispiel im 2-Personen-Spiel der andere, wenn der noch keine Würfel hat. Muss aber auch die 2 entsprechend bezahlen. Und wenn man eben nachher Würfel hat, dann sind eben hier zum Beispiel, man hat nur noch mit Augenzahl 1, die hinteren sind eben häufig wirklich, dass man was dafür bezahlen muss. Hier 2 Dollar, 2 Pfund, jetzt fange ich an wie du, hier 2 Pfund. Und wenn ich hier reingehe und dann hier sogar noch bin, also es könnte ja zum Beispiel sein, Michael ist hier vorne reingegangen und ich muss hier hinten rein, weil ich nur noch eine 1 habe, dann muss ich hier 2 Pfund bezahlen. Michael geht natürlich dahin, muss ich nochmal 2 Pfund bezahlen. Also das ist so eine Sache, viele Würfel haben ist nicht unbedingt der beste Weg, um das Spiel zu gewinnen, sage ich es mal so. Und mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Also dieses Crystal Palace, also diesen Kristallpalast, den gab es ja wirklich, bis Bartimeus ihn dann nachher abgebrannt hat. Das war ja der Gin damals. Ja, ja. Wobei in Wirklichkeit das Ding ist ja wirklich abgebrannt. Und das ist einfach, also ich finde das atmosphärisch total genial. Ich finde die Optiken schön. Ich finde auch so diesen variablen Spielplan. Wir haben es zum Beispiel so nie gespielt. Wir haben es längst gespielt. Mhm. Also man kann den auch immer so ein bisschen hin und her. Genau, man kann also die einzelnen Tableaus, sag ich mal, hin und her bewegen. Und also mir hat es wirklich jedes Mal Spaß gemacht. Es ist ein Kennerspiel für mich, definitiv. Downtime auch auf alle Fälle, weil wenn man gerade am Anfang ist, ich habe erste Runde 4 Würfeln, verdammt, wo lege ich meinen Schwerpunkt, was kommt wie hin, da geht wirklich Zeit zum Grübeln bei drauf, das muss man akzeptieren, das ist einfach so bei dem Spiel, hat mich aber nicht gestört, also weil auch wenn der andere nachdenkt, entweder man denkt selber nach, wie man weiter agieren will die nächsten Runden oder man liest sich einfach irgendwas durch, also man ist gefühlt immer beschäftigt, es ist jetzt nie Langeweile aufgekommen beim Warten, was bei so einem Strategie-Kennerspiel vollkommen legitim ist, sag ich mal. Aber ja, es gibt Downtime, das ist einfach so. Ansonsten, es ist unglaublich gut austariert. Da einen Schwerpunkt setzen, da einen Schwerpunkt setzen. Also verschiedene Varianten können zum Sieg führen oder eben auch nicht. Das Einzige, was ich bemängeln möchte, ist die Bank of London. Also die hat Bank of England. Die hat wirklich einen Effekt im Zwei-Personen-Spiel zumindest. Man kann hier reingehen und der Erste, der hier drin ist, mit der höchsten Zahl, der kriegt halt eben diese Aktie. Und diese Aktie hat immer den Effekt. Wenn du als erstes eine 4 legst und der nächste legt eine 5, dann ja nicht. Ja, ne? Aber derjenige, der halt eben dann diese Aktie bekommt, der geht ja auf der Einkommensleiste nach oben. Hat dadurch dann nächste Runde schon mal mehr Geld, kann also wieder einen höheren Würfel bezahlen, mit dem höheren Würfel wieder hier als erster reingehen und oder besetzen, so dass er es dann nachher bekommt, kriegt wieder die Aktie, kriegt wieder mehr Einkommen. Also das hat sich teilweise echt so ein bisschen potenziert, wo wir 1-2 Spieler hatten, wo echt Geld bei dem einen nicht ganz so das Problem, es ist generell ein Problem, aber er hat wirklich, einer von uns hatte wirklich jedes Mal so viel Geld, dass er dann eine 5 oder eine 6 ohne Probleme bezahlen konnte, ist da reingegangen, fertig und ist nach oben marschiert. Und das war teilweise ein bisschen harter Hebel. Man kann es natürlich versuchen über andere Geschichten. Ich kann versuchen, über die Zeitung mehr Gehalt zu kriegen, indem ich das dann 3-1 eintausche oder über irgendwelche Erträge hier in diesem Bereich bei den Patenten, bei den Personen. Aber der Hebel ist echt der stärkste, weil das wird eben immer mehr. Also das ist jetzt ja Herbst 49. Wenn wir mal gucken, 51, da ist es nicht mehr ganz so relevant, aber wenn wir mal 50 machen, guck mal, hier zum Beispiel, das sind 4 Einkommen, die es nach oben geht, hier sogar 3 und 3 Siegpunkte, also das war so eine etwas, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, was das betrifft, aber ansonsten. Zumal das ja hier vielleicht auch nochmal ganz kurz, wenn man nämlich hier in der Einkommensphase hier unten steht, dann verliert man ja sogar noch einen Siegpunkt, wenn man Einkommen eigentlich bekommen würde und für jeden Schritt, den man nach unten gehen müsste und nicht nach unten gehen kann, müsste man ja sogar noch ein Geld abgeben, ne, wenn man hier unten steht.
Lange Rede, kurzer Sinn. Also mir hat das Spiel wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ein sehr, 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 sehr gut ist ein ausgezeichnet. Deshalb gibt es von mir 9 Punkte. Okay, dann mache ich gleich mal weiter. Ich fange mal mit der Anleitung an. Also ich finde, die ist sehr schön geschrieben. Also es ist natürlich, wie Christian schon sagt, ein Kennerspiel. Von daher braucht man für die Einarbeitung auch schon entsprechend länger. Und es sind auch 24 Seiten Anleitung. Also von daher, da sitzt man viele Bilder und auch wirklich gut erklärt. Also die Anleitung finde ich wirklich top. Die möchte ich echt mal hervorheben. Die ist wirklich, finde ich, super gemacht. Und ich war auch echt erstaunt, wie schnell wir da reingekommen sind. Wir haben letztes Jahr in Essen, da konnte man das ja bei Feuerlandspiele, konnte man ja die Tische da reservieren. Hatte dann aber auch immer nur eine Stunde Zeit und da war die Erklärungszeit mit drin und dann hat man eine Runde angespielt. Ich meine, mehr als eine Runde angespielt haben wir auch nicht geschafft. Ja. Also von daher, wir haben es letztes Jahr angespielt. Ich habe es Christian zu Weihnachten geschenkt und seitdem liegt es auch bei uns hier. Und ich war wirklich erstaunt, wir haben uns die Anleitung durchgelesen und dann war das Spiel auch irgendwie sofort verstanden. Wir haben 2 ganz kleine Fehler gemacht und zwar hatten wir diese Assistentenaktion nicht gleich gemacht im ersten Spiel, als man den Würfel eingesetzt hatte. Genau, also erst als wir den Würfel nach unten gezogen haben quasi. Die Aktion praktisch ausgeführt haben. Genau, also der wird wirklich ausgeführt, man geht mit dem Würfel auf das Feld und muss dann die Assistentenaktion machen. Genau, das hat man im ersten Spiel nicht richtig gemacht und als zweites war auch noch hier, da war man uns auch nicht ganz klar, weil man jetzt runtergeht und dann auf das Feld kommt, war man ja hier in der 6. Phase immer 3 Einkommen praktisch verliert, also eine Sonderausgabe, 3 Felder nach unten gehen muss, ob man in dem Moment den einen Siegpunkt verliert oder nicht. Das war uns nicht ganz klar, aber das ist wirklich erst dann, also man verliert den Siegpunkt nur dann, wenn man praktisch in Phase 6 da startet und dann 3 runtergehen müsste. Also das waren so 2 kleine Sachen und ich finde, das ist bei so einem großen Spiel schon erstaunlich, dass das so die einzigen kleinen Sachen war. Ich hatte mir dann nämlich nach dem ersten Spiel die Anleitung nochmal durchgelesen und dann gesehen, okay, das haben wir nicht ganz korrekt gespielt. Also von daher wirklich super Anleitung und wir haben ja wirklich nur angespielt. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, erstmal ist es ja schon sehr lange her, weil das war letztes Jahr in Essen im Oktober und wir haben es auch nur angespielt. Also von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass wir das Spiel vorher schon wirklich kannten. Also wir haben es mal angetestet und das finde ich wirklich toll für so ein Spiel. Ich finde, das ist auch immer bei so Kennerspielen, auch überhaupt bei Spielen, wenn ich jetzt mal bei Trismegistus nochmal damit vergleiche, wie chaotisch da die Anleitung ist. So ein Spiel steht und fällt wirklich auch mit einer Anleitung schon. Das finde ich echt schon mal toll, dass es hier so super gelungen ist. Dann finde ich, ist auch echt ein witziger Kniff oder ein schöner Kniff in dem Spiel. Man hat zwar ein Würfelspiel, aber man würfelt überhaupt nicht. Das ist, finde ich, total, ich sag mal, unnormal eigentlich, weil wenn man ein Würfelspiel hat, würfelt man normalerweise. Und das, finde ich, ist echt ein schöner Kniff, dass man hier einfach die Würfel einstellt. Und da kommt auch schon so der erste Twist, weil man ist natürlich verführt oder man möchte natürlich möglichst hohe Augenzahlen haben. Ist ja wie fast in jedem Spiel so, hohe Augenzahlen sind ja am meisten wert, sag ich mal. Und es geht ja dann auch um die Felder, weil die meisten Felder fordern ja bestimmte Augenzahlen. Und natürlich, je höher man einsetzt, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man mit den Aktionen auch als erstes drankommt. Aber man muss die Augenzahlen dann ja erstmal bezahlen. Und Geld ist hier wirklich rar. Und Kredite aufnehmen, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, wir haben jetzt das Spiel mittlerweile 7-mal gespielt. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben es bisher nur zu zweit gespielt. Aber ich glaube nicht, dass es für das Spielgefühl, ich sag mal, was hinzutut, ob man es nun zu dritt, zu viert oder zu fünft noch spielen würde. Es wäre mir vielleicht sogar eher noch ein Tick zu lang. Für mich funktioniert das wirklich als Zwei-Personen-Spiel super gut. Wie Christian schon sagte, Downtime kommt auf, aber da komme ich gleich nochmal zu. Aber in den 7-mal, wo wir es gespielt haben, habe ich die Erfahrung gemacht, Christian hat dann 1-2 Mal gar keine Kredite. Ich weiß nicht, wie er es macht, weil... Ich habe noch nie Kredite. Normalerweise bist du bei Spielen, wenn es Geld gibt, eigentlich immer derjenige, der keine... Ich habe noch nie Kredite da aufgenommen bei diesem Spiel. Doch, ich glaube, im letzten Spiel doch. Nein. Nicht? Doch, im letzten Spiel hast du einen Kredit gehabt. Nein. Ich bin der Überzeugung, dass du einen hattest, aber egal. Ich bin keine Auf jeden Fall, ich hatte welche und da habe ich wirklich die Erfahrung... Du hattest immer Kredite. Nein, einmal hatte ich keinen, da hatte ich hier alles voll. Da hatte ich im letzten Spiel hatte ich hier alles voll mit Forschungsplättchen, da hatte ich nicht einen Kredit. Aber jetzt, Leute, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, Kredite aufnehmen ist wirklich in dem Spiel, wenn der andere Spieler dann gar keine aufnimmt oder vielleicht nur ein, dann ist man da wirklich schon im Hintertreffen, weil das bringt einfach mehr Minuspunkte. Man muss am Spielende auch noch dann die nehmen, also die 10 Dollar, die 10 Pfund, meine Güte, ich werde es nicht mehr lernen, Entschuldigung, in diesem Spiel, 10 Pfund, um den Kredit zurückzuzahlen, um damit zumindest die Minuspunkte für den Kredit zu minimieren, während der andere Spieler die 10 Pfund aber nehmen kann, um dann die Minusfelder noch abzudecken. Also von daher hat das irgendwie so ein, ja, es ist auch noch so ein zweischneidiges Schwert in der Richtung, dass man die Felder nicht abdecken kann, sondern nur hier, sag mal, die Minuspunkte minimieren kann. Also da ist mein Eindruck entstanden, also Geld ist wirklich wichtig in diesem Spiel und wie Christian schon sagte, diese Bank of England, gerade bei uns im Zwei-Personen-Spiel, die war wirklich hart umkämpft, weil das somit das, ja, es ist das einzige Feld, wo man über Aktien halt die Einkommen bekommen kann.
Es sei denn, man hat vielleicht Glück, dass da im British Museum so Forschungsplättchen aussehen, wo man in Phase 6 dann das Einkommen erhöhen kann. Oder sogar Personen, das hatte ich auch. Ich hatte auch diesen Schall, wie heißt der nochmal? Schallaufsauger. Schallaufsauger im letzten Spiel. Und das war natürlich auch total toll, weil das schon mal zwei Plättchen gab. Das überdeckte schon mal zwei Felder. Und ich hatte im letzten Spiel wirklich jetzt ziemlich schnell voll. Also wenn man sowas hat, ist natürlich nicht schlecht. Und natürlich auch, wenn man da bei Westminster das erste Feld bekommt, das erste Aktionsfeld, bekommt man ja schon mal ein, plus nochmal den ersten Schritt zwei. Also von daher, es gibt schon noch Sachen und es gibt auch eine, ich glaube, war das eine Person oder war das ein Patent, wo man sofort 8 Geld bekam, ja, wenn man das gebaut das hat. Das Hörbuch. Genau, das Hörbuch, genau. Also man kann sich natürlich auch über andere Sachen, da ist zum Beispiel auch einer ein Patent, wo man dann zwei, man kann sich auch über andere Sachen, aber die müssen noch erstmal kommen und häufig war es wirklich so, der beste Weg war über die Bank von England. Und das, die müssen bezahlt werden. Und die müssen nicht gerade so billig, ne? Genau, das ist, kostet dann nochmal sehr viel Energie und auch Zahnräder dann. Und das ist dann, wie gesagt, dieser Twist, ich möchte möglichst hohe Augenzahlen haben, habe aber nicht genug Geld, 40 Pfund am Anfang, okay, die sind dann aber auch schnell verbraucht und ich bekomme am Rundenende ja nur das Einkommen, wo ich dann hier stehe und das kann unter Umständen nicht viel sein und so kann sich über Runde und Runde das dann aufbauschen, dass ich immer weniger habe und ich muss immer mindestens ein Würfelauge auch einsetzen und das auch bezahlen. Und Christian sagt ja schon, je mehr Würfelaugen man hat, umso mehr muss man auch bezahlen. Und man möchte ja auch bestimmte Aktionen machen. Man möchte auch nicht überall der Letzte sein. Und das ist dann immer so eine Sache. Also das ist eigentlich wirklich hier schon ein Twist in dem Spiel. Man möchte möglichst hohe Augenzahlen haben, aber man muss sie dann auch bezahlen. Das nächste ist dann auch, wenn dann aufgedeckt wird, dann muss man auch total gucken, was hat der andere gemacht. Weil es ist dann auch so, wenn das jetzt so liegen würde, dann weiß ich schon, okay, ich kann davon ausgehen, Christian möchte da. Und wir haben jetzt beide eine 5. Dann gehe ich auf jeden Fall, wenn ich Startspiel bin, als erstes hierhin, weil dann bringt ihm seine zweite 5 da nichts mehr, weil der mit der ersten eingesetzten höchsten Augenzahl ist dann, ich sag mal, der Winner und könnte dieses eine Aktionsfeld nutzen. Also man muss dann auch gucken, was könnte der Gegner vorhaben, welche Felder will er belegen. Und das macht man dann natürlich auch, wenn ich sehe, er hat jetzt vielleicht nur noch Einsen, okay, dann gehe ich jetzt hier vielleicht schon mal auf das Einserfeld. Dann hat er nur noch das Einserfeld, was vielleicht teurer wird. So spielst du das Spiel? Pfui. Du doch auch, gib das doch zu. Also es ist sehr viel Interaktion mit dabei, das muss man natürlich auch mögen, weil man natürlich dann mit dem anderen auch sehr viel kaputt machen kann. Dadurch kann natürlich dann auch im Spielverlauf selber, erstmal hat man ja, ich sag mal, durch das Einstellen kommt schon das Überlegen, dann aber auch, wenn man es dann einsetzt, kann es auch wieder zu Downtime kommen, weil einem unter Umständen einer das Feld weggenommen hat, wo man eigentlich hin wollte. Mhm. Wobei ich da für mich nachher, je häufiger wir es gespielt haben, auch gesehen habe, es gibt ja so viele Einsatzfelder, dann gehe ich halt mal hier hin. Weil hier kann ich auch schöne Sachen mitnehmen, bekomme auch Energie, komme auf der Bassleiste weiter oder da. Also es gibt dann schon ein, gut Einsatzfelder, aber je mehr Würfel der andere Spieler hat, umso mehr kann er auch einsetzen, umso mehr wird belegt. Und wenn nachher noch die teuren übrig sind, ist das dann auch unglücklich. Dann kommt meine Strategie natürlich auch ein bisschen darauf an, auf meine Aufträge, die ich hier habe. Die variieren ja auch von, ich sag mal, Nation, die ich habe, zu Nation. Hier zum Beispiel versuche ich eher vielleicht die Zeitung zu pushen, was ich finde, was einfacher ist, als jetzt zum Beispiel hier. Weil das hatten wir auch im letzten Spiel, wenn Christian das sieht und er immer das Feld belegt und ich da gar nicht vorwärts komme, dann kriege ich es gar nicht hin. Und ich muss dann ja auch immer noch eine Assistentenaktion dazu bekommen, wo ich dann ja auch bestimmte hohe, ja hochpreisliche Würfelfelder letztendlich dann belegen muss. Die Varianz finde ich in dem Spiel auch sehr schön. Man kann auf die Patente gehen, da muss man nur darauf achten, dass man die halt nicht bezahlen muss. Die nimmt man am Anfang, legt sich bei sich hin. Da kann man dann in Phase 5 maximal 2 Patente bauen. Während man, wenn man Personen nimmt, immer dran denken muss, dass man die sofort bezahlen muss. Und da ist auch so ein bisschen so, da haben wir ja auch festgestellt, hier zum Beispiel Zahnräder und Energie, Mist, dass der Reformclub ist Nummer 5. Hier Port of England und Port of London, Entschuldigung, und Waterloo Station, wo man letztendlich Zahnräder und auch Energie bekommen kann, die kommen aber erst hinterher. Das heißt, ich muss ja die Sachen schon vorher bezahlen, die brauche ich hinterher. Da muss man auch immer so ein bisschen drauf gucken. Oder habe ich vielleicht Zeitung? Brauche ich Zeitung, wenn ich mir jetzt anschaue, was möchte ich haben? Ich kann ja zum Beispiel auch 2 Zeitungen in ein Zahnrad umwandeln. Wo gehe ich vielleicht hin, um noch Zeitungen zu bekommen, damit ich dann letztendlich eintauschen kann? Oder habe ich vielleicht genug Geld? Das ist auch so ein Twist. Setze ich das Geld an, um die Ressourcen zu bekommen? Das ist halt auch sehr teuer. Also 4 Pfund für eine Energie oder 5 Pfund für ein Zahnrad, das ist schon recht teuer. Ich habe dann auch gerne mal geguckt, wenn ich mir Patente oder Personen genommen habe, ob ich diese Verknüpfung dann noch hinbekomme, weil man dann ja für jede Verknüpfung, hier zum Beispiel, wenn ich die Queen Victoria habe und ich würde jetzt noch die Spaßbremse bekommen, dann würde ich ja zusätzlich nochmal 4 Punkte bekommen. Also das habe ich auch geguckt. Wo das ist aber natürlich ein Zufallselement, weil wir auch, gerade im letzten Spiel war es so, da passen, glaube ich, keine Personen und keine
Patente letztendlich so richtig zusammen. Also wenn die nicht zusammen hochkommen oder wenn sie dann der andere Spieler in dem Moment wegnimmt, weil die interessant sind, dann sind sie letztendlich auch für einen verloren. Dann kann man versuchen, in die Richtung zu gehen, weil man dann ja nochmal 4 Zusatzpunkte bekommt, bekommt sie aber dann letztendlich nicht. Es gibt hier echt wirklich viele Elemente, die ich total schön finde. Auch mit dem Black Market, das ist auch, dass man ja entweder einen Schritt hochgehen kann oder überspringen kann, ist dann hier auch eine schöne Aktion, dass ich jetzt ja praktisch hier schon einen umsonst erhöhen könnte. Das heißt, ich könnte den jetzt einfach einen hochsetzen, dahin müsste es nicht bezahlen. Was auch sehr schön ist, weil ja sonst immer der Letzte, der rausfliegt, rausfliegt. Also der am untersten steht, nachher am weitesten unten steht, rausfliegen würde. Und das ist auch immer so eine Sache, die ich eigentlich immer tunlichst vermeiden wollte, weil hier bekommt man in Phase 6 dann ja Einkommen, sag ich mal. Und wenn man erstmal rausfliegt, muss man auch erstmal wieder reinsetzen. Also von daher, es gibt da viele Elemente. Auch was Christian schon sagte, mit diesem Verlegerstreifen, passt das für einen, kommt man auf der Bassleiste vor. Und diese, ich sag mal, Eimer-Effekte hier sind natürlich auch schön, weil wenn ich jetzt weiß, ich brauche noch ein Zahnrad und ich komme über die Funktion nochmal einen hoch und ich brauche nachher das Zahnrad hier, um mein Patent in einen Prototypen umzuwandeln, ist das auch immer nochmal eine Möglichkeit, um an die Ressourcen dann ranzukommen, je nachdem, was hier für Eimer-Effekte dann letztendlich auch auslegen. Und auch das mit diesen Postern. Gehe ich jetzt wirklich nach höher? Komme ich vielleicht auf ein anderes Poster? Ich stehe jetzt vielleicht hier. Es sind noch 3 Runden. Lohnt sich das? Ich würde jetzt 3 Runden, 3 mal 2, 6 bekommen. Wenn ich es vielleicht in der nächsten Runde darauf schaffe, sind es ja nur noch 2 Runden. Also 2 mal 3 sind auch 6 Punkte. Von daher kann man sich das recht leicht ausrechnen, hier möglichst weit oben zu stehen, um auch die meisten Siegpunkte zu bekommen. Also es gibt da wirklich viele Kniffe und es ist auf jeden Fall für mich interaktiv, weil man dem anderen ganz schön ins Handwerk pfuschen kann, ob das nun bewusst oder unbewusst ist. Einige Sachen sind sicherlich bewusst, weil man guckt, welche Würfel hat er, wo wird er einsetzen wollen, welche Felder sind mir wichtig, da gehe ich auf jeden Fall als erstes hin. Also von daher muss ich auch sagen, es ist für mich ein sehr flexibles Spiel, alleine schon durch diese, ich sag mal, verschiedenen Spielertableaus mit den Aufgaben, die es da gibt, aber auch die Karten, die immer wieder unterschiedlich hochkommen, mit diesen, ich sag mal, Einmaleffekten. Und man kann mal in die eine Richtung gehen, so mit der Bassleiste. Man kann aber auch, ich sag mal, die meisten Punkte bekommt man schon sicherlich über die Patente und auch über die Personenkarten. Aber da hatten wir auch in einem Spiel, hier zum Beispiel ist mal 15, 10, 6, aber wir hatten auch in einem Spiel, da waren viele, die wirklich niedrige Punkte nur gebracht haben. Also da ist auch wieder das Glückselement mit dabei, welche Karten kommen und welche kann ich davon natürlich auch dann wie bezahlen und welche bekomme ich letztendlich. Mir macht das Spiel auch richtig viel Spaß. Wie gesagt, wir haben es bisher nur zu zweit gespielt. Ich muss es jetzt aber gar nicht mit mehr als 2 Spielern ausprobieren, weil ich glaube, die Downtime könnte sich dann doch schon um einiges ziehen. Weil, gut, dieses Würfel einsetzen oder dieses Würfel einstellen macht man ja eigentlich gleichzeitig. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie lange braucht man. Genau, jetzt fällt mir noch ein, ich hatte vorhin eine Sache, die wollte ich sagen. Ich weiß, als wir das Spiel die ersten beiden Male gespielt haben, war es wirklich so, 4 Würfel. Und man war bevor, man hat sie eingesetzt. Wo wollte ich jetzt eigentlich nochmal hin, auf welche Ja, Orte? so. Dann kam dadurch auch noch ein bisschen Downtime auf, weil dann lag man mit den lagen die Würfel vor einem. Auf welche Felder wollte ich jetzt eigentlich nochmal? Das war am Anfang so ein bisschen Reizüberflutung. Es sind letztendlich ja nur 8 Felder. Das 9. Feld, der Black Market, ist ja so kein Einsatzfeld für Würfel. Und da waren wir am Anfang echt so ein bisschen überfordert. Ja, Da allerdings. hat es auch ein bisschen gedauert, wenn dann einer wieder dran war. Man hatte die Würfel zwar vorher eingestellt, dann war man aber wieder dran und dann hast du überlegt, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Aber ich kann so sagen, wir haben jetzt, wie gesagt, 7 Mal gespielt und das war das letzte beiden Spiele, so haben wir immer knapp immer 1 Stunde gespielt. Und das finde ich für so ein Spiel, also es lief nachher wirklich fluffig, eingestellt, gesetzt. Okay, wenn jetzt einer mal ein Feld genommen hatte, was man vielleicht auch hätte nehmen wollen, musste man nochmal kurz umdenken. Aber ich habe dann nachher einfach so gespielt, okay, Chris hat das Feld gesperrt, das finde ich aber auch sehr attraktiv. Dann gehe ich jetzt einfach mal dahin, habe geguckt, welche Würfel hat Christian noch, wo könnte er vielleicht noch einsetzen, dann mache ich das jetzt für ihn teurer. Aber dieses hier war bei uns wirklich eins der umstrittensten Felder, was auch nie leer geblieben ist, weil das wie gesagt ein Einkommensfeld ist. Von daher finde ich auch, es ist wirklich ein super gelungenes Spiel. Ich finde auch, also mir gefällt die Optik. Ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass die Optik vielleicht nicht so gut ankommt. Also mir gefällt das wirklich super gut. Es passt in das Zeitalter. Und ich finde auch, was Christian schon sagte, auch mit diesen Flavortexten steht auch bei den Persönlichkeiten immer noch mal was mit dazu. Das kann man sich zwischendurch dann auch noch mal durchlesen. Habe ich manchmal auch mal so zwischendurch getan, wenn ich mal ein bisschen Zeit zwischendurch hatte. Also von daher finde ich wirklich ein sehr schönes Spiel, was mir auch sehr gut gefällt, was ich auch sehr gerne wiederspiele und ist für mich daher auch ein sehr gutes Spiel und bekommt von mir 8 Punkte. Oh, das sind wir ja nah beieinander. Genau. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Crystal Palace. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt uns gerne auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns wieder drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.